Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Gartenrundgang, diesmal Mitte August 2023. Ich werde euch von meinem Atelier aus durch den Garten führen, euch zeigen, was im August hier so wächst und was nicht mehr wächst, weil es zu heiß ist. Es ist einer der heißesten Tage des Jahres. Der August hatte noch mal einen schönen, etwas kühleren Beginn. Im Juli war es mega, mega heiß. Und jetzt hat die Temperatur wieder Fahrt aufgenommen, wie überall in Europa. Ich werde diesen Gartenrundgang ausstrahlen, während ich in Österreich auf Tour bin. Aber da ich erst im September wiederkomme, wollte ich diesen August-Gartenrundgang auf jeden Fall noch aufnehmen. Also viel Spaß damit! Starten wir an meinem kleinen Atelier. In der äußersten Ecke des Grundstücks, das ich hier mieten darf, auf Mallorca. Ihr seht, ich bin gerade fleißig. Ich bereite mich vor auf meine Österreich-Tour und male schon mal ein paar Hintergründe, damit ich dort vor Ort wieder persönliche Bilder malen kann. Ich liebe es, in Aquarellfarben zu schwelgen. Und nebenbei entsteht natürlich auch noch mal ein Einhornbild, ein Liebesbild. Ja, und von hier aus kann ich mal einen kleinen Schwenk machen. Dann sieht man das Grundstück hier von der Spitze des Grundstückes aus, von der oberen Hälfte. Das ist ja leicht abschüssig. Und ihr seht, was im Frühjahr, wenn ihr das gerne mal vergleichen wollt, könnt ihr mal in der Playlist der Gartenrundgänge schauen. Im Frühjahr war hier alles noch großes Chaos. Und dann hat der neue Hausmeister meiner Vermieterin hier Tabula Rasa gemacht. Ganz, ganz viel der Büsche, des Gestrüpps weggeschnitten. Ihr seht, was für ein leuchtendes Wetter wir haben. Es ist jetzt knapp 10 Uhr und schon 25 Grad im Schatten. In der Sonne natürlich jetzt schon weit über 30 Grad. Ich möchte mit euch zur Feige gehen. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Also es gibt kaum einen Baum, der so gut riecht wie Feige. Und selbst wenn keine Früchte da sind wie hier, wenn die Sonne auf eine Feige trifft, dann duftet sie. Also die Blätter duften, es ist unsagbar. Ich habe schon sehr viel geerntet hier von der Feige. Und gehe jeden Tag hier lang und schaue nach, ob irgendwelche Feigen wieder reif geworden sind. Ich habe schon welche gepflückt, die ich dann nachher auch zum Frühstück genieße. Ich muss diese Feigen nämlich mit den Hühnern teilen und die neigen dazu, mir alle Feigen wegzufressen. Aber dieses Jahr, da ich so viel male in meinem Gartenatelier, kriege ich das mit. Dann dürfen die Hühner nämlich das essen, was ich nicht mag. Ich habe es ausprobiert, aber ich bin kein Fan von Kaktusfeigen. Sie sehen toll aus. Das Fleisch an sich schmeckt wirklich super. Das Problem ist, sie haben so viele Kerne. Es ist unglaublich. Also man kann die nur lutschen oder durch ein Sieb passieren. Kann man machen. Ja, das ist übrigens so ein riesiger Ohrenkaktus. Wie man sieht, der ist schon fast verholzt. So alt ist der. Aber ich finde ihn einfach toll. Er wird ab und zu mal ein bisschen gestutzt, weil es auch gefährlich ist, wenn man lang geht und das Ding umkippt. Das hat ja nun mal auch Stacheln, auch wenn man das jetzt nicht so gut sehen kann. Die sind nicht brutal, aber ja, das sind halt die Früchte des Hochsommers. Die Feigen im Sinne von Feigenbaum und auch Kaktusfeigen. Das ist natürlich grandios. Dann haben wir hier meinen Granatapfelbaum. Ich sag meiner, es ist natürlich nicht meiner, aber ich hüte und pflege ihn. Er hatte im Frühjahr viele, viele, viele Blüten. Ich habe mich so gefreut und dachte, wow, das ist bestimmt eine tolle Ernte. Ich weiß nicht warum. Ich muss ihn wirklich suchen. Irgendwo ist ein einziger Granatapfel. Da ist er. Einer von gefühlt 100 Blüten. Aber schön ist er, oder? Er wird wahrscheinlich im September reif. Also es gibt bei allen Obstsorten natürlich Bäume, die sind früher fertig mit ihrer Reife. Und dann gibt es welche, die brauchen etwas länger. Also es ist ein wunderschöner, ja, Baum kann man gar nicht sagen. Eigentlich ist eher ein Busch. Ja. Ist ganz toll. Ist auch gepflegt worden vom Hausmeister und von den Gärtnern. Aber irgendwie hat er keine Lust. Naja, also jetzt schauen wir mal von hinten. Hier ist die Banane. Die Banane braucht
braucht ein anderes Grundstück und sie muss in die Erde gepflanzt werden. Wie ihr vielleicht gehört habt, in meinem Video Sonja ganz privat habe ich erzählt, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das verlinke ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Alles, was wichtig ist, werde ich bald umziehen, nächstes Jahr im Frühjahr. Und bis dahin genieße ich die Zeit noch hier. So, hier haben wir die Physalis. Ich habe ganz, ganz viele Physalis geerntet, ja, und jetzt kommen die nächsten Blüten. Das ist immer so bei den Physalis, dass sie zweimal im Jahr ihre Ernte machen. Also zweimal im Jahr darf ich ernten. Und jetzt kommen quasi die neuen Blüten. Ich hatte viele, viele Früchte im Juni und Juli. Und jetzt im August kommen die neuen Blüten. Der riesige Rosmarinbusch. Ich muss mit euch nochmal zur Bougainville gehen. Also sie ist auch schon uralt. Teilweise sind die Blüten schon vertrocknet und teilweise leuchten sie ohne Ende. Ist das nicht ein Traum? Und sie hat so einen richtigen Schirm gebildet. Da hinten sind auch nochmal Physalis. Die Tomaten, ja, kommen hier auch. Eine hat es überlebt, die anderen sind schon durch. Aber hier kommen ganz, ganz viele Früchte demnächst. Ich darf nochmal nachdüngen, auch wenn man das eigentlich im Hochsommer nicht mehr machen sollte. Aber ich höre ja eben auf meine Pflanzen. Und hier sind auch viele Physalis, habe ich auch viel geerntet. Und auch hier kommen jetzt bald wieder neue Früchte. Die kommen dann wahrscheinlich September, Oktober auf meinen Teller, in meine Smoothie Bowl, die ich so liebe. Ja, die Palme war ein bisschen krank. Jetzt ist sie nochmal gespritzt worden. Ihr wisst, der Rüsselkäfer, der macht die leider alle platt hier. Hat schon drei Stück zerstört. Hier vorne war eine. Und da hinten beim Granatapfelbaum war auch eine Palme. Und als ich ankam, gingen die alle kaputt. Es war sehr, sehr schade. Ach, ich wünschte, ihr hättet den Hibiskus hier in der Mittagszeit gesehen. Aber in der Mittagszeit ist es mir einfach definitiv zu heiß, um hier ein Video aufzunehmen. Die öffnen ja dann in der Sonne ihre Blüten, die Hibisken. Und die ist so schön. Also diese Pflanze hat jetzt so viel Gas gegeben. Der geht es richtig, richtig gut. Ja, manche Pflanzen lieben die Hitze. Ja, die Bougainville ist jetzt nicht so schwer begeistert. Man kann es nie genau sagen. Ja, die Stilizie, die Papageienblume, die hatte im Frühjahr ganz wunderschöne Blüten. Und hier haben wir noch ein paar Blüten. Ihr seht, es ist schon wieder vieles verblüht. Für die Gartenrundgänge lasse ich das auch immer stehen, damit ihr mal seht, wie das so ist. Die Canna, so nennt sich diese Blume, leuchtet unglaublich schön. Das ist so ein schönes, feuriges Orange und sie hat an einem Stängel immer zwei Blütenstände. Dieser Blütenstand ist jetzt verblüht. Da könnte ich natürlich warten, denn es gibt hier dann Samen. Ja. Aber dadurch, dass ich die jetzt nicht zwingend vermehren möchte, schneide ich sie irgendwann ab. Und dann kommt hier schon wieder der nächste Blütenstand. Ja. Hier sieht man das auch, den Übergang. Die sind jetzt gerade verblüht und hier kommen dann schon die nächsten Knospen. Mein kleiner Buddha vor der Banane. Ja, der Oleander, dem ist es jetzt schon wieder zu heiß. Also natürlich wird alles fein gegossen, aber jede Blume hat halt so ihre Blütezeit. Meine Rose, ja, es war alles so früh so heiß, dass nicht wirklich so viele Rosen geblüht haben dieses Jahr. Muss man dann akzeptieren. Der Pool ist gerade die absolute Lebensrettung, weil es wirklich echt krass ist mit der Hitze. Die Wandelröschen, ja, die sind zweimal jetzt gekommen, haben aber auch nicht mehr so die Kraft. Wie gesagt, wenn es weit über 30 Grad ist im Schatten, dann zieht sich die Natur einfach zurück. Das ist ein bisschen wie der Winter in Mitteleuropa. Wer kommt denn da? Da kommt die Simba. Sag mal den Leuten Hallo. Kleine Simba ist da. Schatzi, kommst du mit uns? Ja? Kommst du ein bisschen mit uns? Ja, der kleine Bär.
Ja, also wie gesagt, es ist so heiß, dass eben einige Pflanzen sich zurückziehen, wie im Winter in Mitteleuropa. Ein paar Pflanzen sind wirklich tropenfest, deshalb habe ich tatsächlich auch Tropenpflanzen hier im Garten, ja, weil das ja immer heiß wird. Oh, da haben wir natürlich jetzt haben wir natürlich eine Riesenchance, hätte ich nicht gedacht. Das ist eine Gottesanbeterin. Wow, richtig groß. Hallo, mein Schatz. Wow. Ein Raubtier in meinem Garten auf der Avocado-Pflanze. Und sehr, sehr aufmerksam. Ja, schau schön in die Kamera. Sehr besondere Tiere. Also, ich habe immer wieder Gottesanbeterinnen in meinem Garten. Und sehe sie manchmal von ganz klein, da also sind sie wirklich ein paar Millimeter groß. Und es ist natürlich schön, dass hier ja noch so ein gewisses Ökosystem ist. Das freut mich sehr. Dann haben wir hier ein ganz schönes Ensemble aus blauen Lilien. Die sind relativ spät dran. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch mal so schön kommen. Aber schaut euch die Farbe an. Ist das nicht toll? Ein schönes, helles Blau. Ein bisschen wie Schlüsselblumen in Deutschland und Österreich. Und wahrscheinlich auch in der Schweiz. Ja, Schlüsselblumen. Vergiss mal nicht. Vergiss mal nicht. Hier haben wir noch mal Kanner. Die sind auch zum zweiten Mal gekommen. Die waren zwischendurch nach der Hitze ganz weg, haben sich zurückgezogen. Dann wurde es ja, wie ich vorhin schon sagte, ein bisschen kühler. Da haben wir eine kleine Heuschrecke auf der Kanne. Hi. Und als es dann etwas kühler wurde, da haben einige Pflanzen noch mal ein bisschen nachgelegt, was mich sehr glücklich gemacht hat. Ich hatte ja im Juli schon befürchtet, dass es so heiß bleibt, und ich war so, so glücklich, dass die Temperatur noch mal zurückgegangen ist. Diese Rose hat es noch mal geschafft, beim Einhorn und beim kleinen Insektenhotel. Eine süße, schöne, feine Rose. Ja, überall in meinem Garten sind ja meine Einhörner. Hat sich schon verkeilt, aber so fliegt es wenigstens nicht weg. Und die Insektenhotels habe ich überall hier stehen, um die Insekten zu unterstützen. So, dann kommen wir mal zu meinen Hühnern. Also es geht ja um Hitze, Hühner. Was es sonst noch alles so zu erzählen gibt. Diejenigen, die meine Gartenrundgänge regelmäßig anschauen, wissen, dass ich hier auf dem Grundstück im ganzen Tal wilde Hühner habe. Im ganzen Tal sind Hunderte von wilden Hühnern. Aktuell mit vielen, vielen Küken. Ja, Simba, ich weiß. Simba ist völlig entnervt, weil ich die Hühner hier immer verjagen muss. Und alle möglichen Strategien entwickelt habe, dass sie nicht jeden Tag die Blumenerde im ganzen Garten auf meiner Veranda überall verteilen. Die Steine helfen schon nicht mehr. Also ich hatte hier so Schnittstücke von den Palmen, wenn die rasiert werden, wenn die Palmwedel abgemacht werden, werden die noch mal ein bisschen nachrasiert, damit die anständig aussehen. Und da bleiben solche Stücke übrig, die habe ich hier reingestellt, nützt nichts, werden rausgescharrt. Dann habe ich Steine gesammelt. Überall in der Erde von Mallorca gibt es riesige fette Steine. Hat auch nicht geholfen, die scharren die kleinen Steine raus, beziehungsweise gehen hier zwischen. Und dann habe ich die Strategie entwickelt aus lauter Frust, und ich war so wütend und habe meine ganzen kleinen Plastiktöpfe, die ich im Moment nicht nutze, mal hier reingestellt. Das hat wirklich was gebracht. Also ich hoffe, dass ich die letzte Saison, die ich hier noch bin, wirklich mit diesen Töpfen jetzt zurechtkomme. Es ist wirklich eine Schande. So viele Pflanzen werden hier rausgescharrt, die ich liebevoll gezüchtet oder auch gekauft habe. Einfach, es ist wirklich elend. Ja, so, genug gejammert. Also ich habe hier ganz, ganz viele Tomaten, teilweise aus eigener Zucht. Also ich kaufe keine Pflanzen, sondern ich esse Tomaten, verwende das Spülwasser als Gießwasser, und dann kommen diese Tomaten raus. Im Frühjahr, wenn es nicht so heiß ist, ich mache die Blätterspitzen ab, denn dann geht die ganze Kraft nicht in die Blätter, sondern in die Früchte. Im Frühjahr hatte ich dicke Tomaten, aber ich weiß aus Erfahrung eben, dass im Sommer, wenn es so heiß ist, halt einfach nicht so viel Kraft, nicht so viel Saft da ist, kein Regenwasser da ist. Und dann sind die Pflanzen wegen der Hitze so klein. Aber ich genieße jede kleine, traubengroße Tomate. Simba, Schatz. Ja, was möchtest du? Sonst zeigst du dich nie. Und jetzt bist du dabei. Finde ich super.
Ja, hier sind meine Physalisbeete. Diese Physalis ist ganz frisch. Das ist eine neue, die ist irgendwann mal in einer Rose erschienen. Das ist ja immer der Knüller. Wenn ich mit meinem Gießwasser die Samen verteile, dann weiß ich nie, wo die herauskommen. Und die war in einer Rose. Ist jetzt separiert, hat ihre Töpfe unten zur Sicherheit. Außerdem ist es auch ein guter Schutz vor dem Austrocknen, wenn es so super heiß ist. Und da haben wir eine wunderschöne Rose, die duftet unbeschreiblich, ganz, ganz wundervoll. Und sie steht hier, glaube ich, im Schatten gut. Sie hat 1, 2, 3, 4, 5 Blüten, 6 mit der schon offenen. Die kriege ich wahrscheinlich nicht zu sehen, da werde ich gerade in Österreich meine Seminare geben. Aber ja, schön, dass sie da ist. Hier, wenn ich direkt schon hier rumhocke, dann ist hier meine geliebte Zitronenverbene, das Eisenkraut. 2 Jahre ist sie schon alt, die Pflanze kommt immer wieder, weil ich die immer wieder kürze und dann kommen hier neue Triebe, kommt in alles rein, was ich esse, Smoothie, Salat, Tee, ich liebe den Tee, ich mache mir im Hochsommer Tee mit meiner Minze, großartig. So, hier haben wir meine Feige und schaut mal, ich habe sie extra dran gelassen. Meine blaue Feige. Hinten hatten wir die grüne, hier haben wir die blaue Feige. Und sie wird jetzt langsam reif. Das ist jetzt die dritte Frucht, die ich bald ernten darf. Und es kommen noch ein paar neue. Die Feige hatte komplett ihre Blätter verloren. Ich war ganz entsetzt und dachte, oh Gott, meine Feige stirbt. Und dann kamen plötzlich neue Blätter, als es kühler wurde. Herrlich. Also hier haben wir noch 2 Avocados. Auch selbst gezüchtet, beziehungsweise einen habe ich geschenkt bekommen. Die kommen auch dann im neuen Haus in die Erde. Da freue ich mich schon drauf. Die sind super, super schön geworden. Und ich wusste ja schon, die braunen Flecken bekommen sie, wenn es zu heiß ist. Ich habe sie extra hier in den Halbschatten gestellt. Aber die sind jetzt so hoch geworden, dass sie quasi über den Halbschatten hinauswachsen. Ist aber nicht tragisch. Das tut ja jetzt keinem weh, solange sie nicht alle Blätter verlieren. Ja, wir müssen alle durch die Hitze durch und ich kann die Pflanzen hier nicht in den Schatten stellen. Ich habe hier kaum Schatten. Ja, die harten bleiben übrig. Wie zum Beispiel auch diese Physalis, die jetzt auch schon seit 2 Jahren hier in dem Hochbeet ist und unglaublich viele Früchte gemacht hat jetzt im Frühsommer. Ganz, ganz, ganz toll. Dann nochmal ein Blick hier auf das wilde Beet. Das war komplett runtergeschnitten. Der Rosmarin war weg, die ganzen Gräser und jetzt kommt alles gleichzeitig. Dieses Puschelgras wächst über die Palme hinaus. Dann haben wir hier noch ein paar schöne Wandelröschen, anders als eben hinten die Wandelröschen. Ja, sehr, sehr schöne Farbe, dieses Pink mit einem zarten Gelb drin. Ich mag die Wandelröschen gerne. Da hinten ist irgendwo noch eine Bougainvillea und da hinten im Pampasgras mittendrin ist noch eine Strelitzie. Ja, ist ein wildes Beet. Dann machen wir mal hier einen Blick von oben auf den Rest des Gartens. Ich war heute Morgen nach meinem Powerwalk mal unten. Ist jetzt ein bisschen weit zu laufen. Der Gartenrundgang soll auch nicht zu lange dauern. Da hinten seht ihr die Orangenbäume, eine Zitrone, 2 Mandarinen, die Maulbeeren, die hatte ich ja jetzt im Frühjahr geerntet. Ein weißer Maulbeerbaum, ein schwarzer Maulbeerbaum. Und dann hatten wir auch ganz, ganz tolle Ernte von Pflaumen, längliche, helle Pflaumen. Unglaublich aromatisch, ganz, ganz großartig. So, und dann jetzt hier die Augenweide, der blaue Busch. Er wächst ein bisschen sehr expansiv über meine ganzen Beete hinaus. Ich muss ihn immer wieder zurückstutzen, aber das ist natürlich immer ein Sommerhighlight. Diese blauen Blüten, diese Wölkchen aus himmelblauen Blüten, ein bisschen ähnlich in der Farbe wie die Lilien, die wir gerade gesehen haben. Und wie ihr seht, es ist alles voller Schmetterlinge, Bienen, Wespen. Die Wespen haben mich jetzt in Ruhe gelassen, nachdem sie mich ziemlich am Haken hatten im Juni. Aber es ist schon wieder vorbei. Dafür haben wir jetzt hier wieder eine Heuschrecke. Hallo mein Schatz. Eine braune Heuschrecke. Also hier muss man immer ein bisschen die Nerven behalten. Es kann sein, wenn man hier an den
Pflanzen vorbeigeht beim Gießen, dass hier alles Mögliche weghüpft und springt. Oder dass man halt eben einer Gottesanbeterin begegnet. Ja, und die Kanna leuchten an dieser Stelle in tiefem Rot. Wundervoll. Ja, die Lilien hier war, ich glaube, es war eine Lilie. Die werde ich auch bald mal umtopfen. Wobei man sagt, ihr dürft mich gerne korrigieren beim ganzen Video, wenn ihr irgendwas seht, wo ihr meint, ich könnte was besser machen, immer her damit. Und man sagt, wenn man Lilien umtopft, ihnen größere, also mehr Raum gibt, dass sie dann nicht mehr so viele Blüten machen, sondern mehr Blätter. Mal sehen. Ja, selbst der Zitrone ist es zu heiß. Aber die wird auch eingepflanzt. Ach, ich freue mich so, wenn meine Pflanzen aus den Töpfen in die Erde kommen. Ja, meine Reihe von Physalis. Die Nelke hat Spaß hier. Die mag anscheinend die Hitze. Auch sehr, sehr schön. Auch schon 3 oder 4 Jahre alt hier im Töpfchen. Wird auch mal umgetopft. Umtopfen mache ich dann, wenn es nicht mehr so heiß ist. Denn hier ist es auf dem Grundstück, weil es keinen Schatten gibt, so heiß, dass ich morgens draußen malen kann im Schatten und ab Mittag bin ich drin. Ab Mittag ist keine Chance für meinen Körper, draußen zu sein. Ja, ja, die Feige, die werde ich wohl komplett zurückstutzen. Die hatte ganz, ganz viele Früchte und keine Frucht ist was geworden. Die sind alle verschrumpelt. Die sahen dann alle so aus. Sehr, sehr schade. Aber eine hatte ich dann noch entdeckt, hier mitten im Galan de la Noche. Das ist schön, dass wir jetzt noch die Blüten sehen. Huch, war das was? Ah, ich muss ja immer aufpassen, dass mich nichts sticht, wenn ich die Pflanzen anpacke. Der Galan de la Noche geht gleich zu. Der ist in der Nacht offen und duftet ganz wundervoll. Der teilt sich die Erde mit der Feige. Also unten ist der Galan und oben ist die Feige. Und da hinten habe ich heute Morgen noch eine Feige entdeckt. Da ist ein kleiner Seitentrieb gekommen. Da war eine reife Feige. Eine einzige von dem ganzen Stamm. Ja. Und die Tomaten, ich glaube, die werden nichts mehr. Die haben meine Hühner, also meine sind es ja nicht, die haben die Hühner komplett zerlegt. Und hier ist eine Wanze. Die Wanzen sind auch überall. Alles kleine Helferlein, die hier wohnen dürfen. Ja, man sieht, ja, es ist nichts geworden. Ich hatte so eine Freude, als sie anfingen zu wachsen. Da waren riesige Früchte dran und die Hühner haben sie alle weggefressen. Ja, meine Avocado, der große Busch, der sich auch wieder erholt hat. Hier ist mein Pflanztisch und einmal die Woche hole ich die ganzen Saaten, also die kleinen Setzlinge hier aus den Töpfen, die sich hier kreuz und quer vermehrt haben, wie ich vorhin erzählte von der Tomate. Und dann werden die umgetopft. Hier ist auch sind ganz viele Tomaten entstanden jetzt in den letzten Wochen, die ich immer wieder einmal die Woche umtopfe. Und hier kommen auch schon wieder viele Früchte. Ja, hier habe ich richtig viel Spaß. Hier sieht man, was die Hühner machen. Also hier hat nichts geholfen. Steine helfen nicht. Meine Erdbeeren, es waren, glaube ich, 3 Erdbeeren, immer wieder rausgezogen, immer wieder kaputt gemacht. Ja, das ist wirklich schade, obwohl es wirklich versteckt ist. Aber die springen in jeden Topf. Die können halt fliegen. Ja. Die Küken, die kleinen Küken fliegen hoch und rupfen alles raus. Ja, aber mein Hochbeet, auch das Hochbeet musste ich schützen. Es ist immer wieder komplett zerlegt worden. Und ich hatte jetzt die Idee, hier die schweren Tontöpfe reinzumachen. Alles, was im Hochbeet war, und das ist ja nicht klein, wurde rausgerupft. Und das habe ich dann wieder eingepflanzt in einen Topf. Völlig bescheuert. Aber jetzt habe ich wieder eine neue Avocado, weil ich immer mal wieder die Kerne einfach einpflanze. Hier ist immer noch mein mittlerweile 3 Jahre alter gelber Mangold. Wunderschön. Salat, Smoothie. Dann hatte ich noch eine Kohlpflanze, das wird ein Rosenkohl, da esse ich die Blätter und packe die gerne in den Smoothie. Und die Aubergine kam zum Glück auch noch, die hat 3 Monate winzig klein hier im Hochbeet gestanden und jetzt plötzlich kommt sie, ja, obwohl ich keine Auberginen als Rohkösterin esse, vielleicht mache ich mal eine Ausnahme. Hier haben wir mein Kräuterbeet, verschiedene Minzsorten. Da ist noch eine Erdbeere. Oh, ich sehe eine Erdbeere, Simba. Da gehen wir gleich nochmal rum. Den Rosenkohl, der riesig war, den habe ich irgendwann abgeschnitten. Und man sieht, er kommt nochmal neu.
Und mein geliebter roter Mangold, auch immer noch präsent, wird immer noch jeden Tag verwertet. Gleich pflücke ich ihn wieder, dann kommt er in den Smoothie. Meine Kirsche, da wird es auch Zeit, dass die in die Erde kommt. Viele Physalis, eine wunderschöne kleine, ein Rosenbäumchen hier. Die, auch immer wieder einzelne Blüten. Und dazwischen Tomaten, Tomaten, Tomaten. Die wachsen hier sehr hoch. Bei mir stehen die natürlich nicht irgendwo unter, wie man das in Deutschland und so weiter macht, so wie man das in den vielen, vielen Gartenrundgangsvideos von Experten sieht. Hier gibt es eben keinen Schatten. Hier gibt es nur Freiland. Und entweder werden sie was und ich gehe halt immer rum und geize aus. Also ich nehme die Seitentriebe raus, damit die Hauptkraft wirklich in die Früchte geht. Ja, entweder werden sie was oder auch nicht. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich morgens beim Gießen ernten kann. Ja, das wär's mal wieder, ihr Lieben. Ja, es ist schön, im Garten zu sein. Ich liebe es. Es tut gut. Es tut gut zu buddeln. Hier haben wir schon wieder neue Gartenerde. Deutsche Gartenerde auf Mallorca. Tatsächlich total begehrt, immer ausverkauft. Ja, also ich liebe es, im Garten zu sein. Ich liebe es, hier gleich einfach mal so einen, meinen Gang herumzumachen. Da ist die Erdbeere. Juhu! Super, super leckere, sehr, sehr aromatische Erdbeeren. Ich habe hier, ach schaut mal, meine große Papaya. Die ist jetzt mittlerweile mit Topf, würde ich sagen, 1,20 hoch. Ah, 1,10, 1,20 hoch. Wunderschön. Und da im Topf auch, nicht ganz so groß, hängt ja auch immer vom Topf ab. Und noch eine Avocado und Physalis. Und das ist mein Stevia, mein Süßkraut. Das kommt auch immer mit in den Smoothie, damit es bitter, süß und sauer ist. So, dass ich alle Nährstoffe abbekomme, die mein Körper braucht. Also ich werde hier gleich rumlaufen, werde alles pflücken für den Smoothie. Und genieße meinen kleinen, bunten Garten. Aber ich merke, bei der Hitze ist es echt eine Herausforderung, das alles schön zu haben, dass alles auch wirklich übersteht, die Hitze übersteht. Und ich freue mich, wenn ich dann irgendwann mal umziehe und einen echten Garten habe, wo ich in die Beete einpflanzen kann und wo nicht alles zerrupft wird und weggefressen wird. So, das war's mal wieder. Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Freude an meinen Gartenrundgängen. Ich freue mich über einen Kommentar. Ich freue mich, ja, wenn du Tipps hast für mich, was ich noch verändern kann, verbessern kann. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sommer. Und dann gibt es den nächsten Gartenrundgang wahrscheinlich wieder im September. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.